Vielfachen von 37 zu und addiert das auf. Und wenn man da dann New York Computer, was hast du noch gesagt, Kissinger, interessanterweise. Und Illuminat eingibt oder so. Also wenn man erscheint immer 666 als Summe. Die Zahl 6 verwendet. Also ich habe das ausprobiert, man kann das im Tool drin quasi also machen, von der 1 anfangen, wobei das ganz interessant ist. Achso, die Basis 6 muss man verwenden, damit der 666 rauskommt. Nicht unbedingt, das wollte ich jetzt ganz schnell erklären. Ja. Ganz einfach Geschichte, weil innerhalb der Mathematik spielen diese Sachen quasi letztendlich auch sehr, sehr große Rolle. Man kann also bei der 1 schon anfangen, in dem Augenblick, wenn ich Computer eingebe oder so, kommt die 110. bei oder 111. bei raus, Entschuldigung, die 111. Und zwar ist das quasi die erste richtige Primzahl, ist die 3, weil die 2 die einzige und die erste Primzahl überhaupt ist. Die runde Primzahl ist also quasi, sie unterscheidet sich von allen anderen Primzahlen, indem sie eben keine eckige Zahl ist. Also wie 3, 5, 7, 11, 13 und so. Ja. Unrunde Zahlen sind. So, und ich habe das also ausprobiert, also begonnen mit der 1. Egal, ob man jetzt den Begriff Computer eingibt, New York eingibt, Illuminat eingibt oder Kissinger, man kriegt immer die 111 raus. Gibt man jetzt beispielsweise die 6 rein, dann kommt die 666 raus. Gibt man die 16 ein, kommt 1776 dabei raus. Gibt man die 19 ein, wobei die 19 eigentlich eine der wichtigsten Primzahlen überhaupt ist, und zwar aus dem Grund, auch weil sie zum einen wiederum Quersumme die 10 ergibt, aus der raus wiederum die 1, wobei die 1 als die sogenannte Mutter aller Zahlen gilt. Mutter aller Zahlen muss man sich so vorstelle, ich kann mit der 1 alleine quasi alle andere Zahlen darstellen, was ich mit keiner anderen Zahl kann. Logischerweise irgendwo, ne? Aber okay, ja. So. Und die 19 ist aus dem Grund wichtig, weil sie quasi als die sogenannte goldene Zahl oder Kalenderrechnungszahl ist. Also das ist eine Zahl, die braucht man, wenn man beispielsweise die verschiedenen Kalendersysteme, die bestehen eigentlich hauptsächlich aus dem Sonnenkalender und aus dem Mondkalender, wieder von der Tage her auf den gleichen Rhythmus bringen will. Also das ist im Islam und im christlichen Glaube oder im Sonnenkalender und im Mondkalender ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Okay, und was ist jetzt die Zahlenbasis, die man eingeben muss, um bei New York, Kissinger, Illuminat und Computer die berühmte 666 rauszubekommen? Ganz einfach die 6. Also die 6, okay. Also nochmal das Code-Hole, oben gibt es so ein Textfeld, da kann man irgendwas reintipseln. Correct. Und dann unten steht vorher... Und unten kann man die Zahl also frei auswählen. Ja, man kann also die Basis frei auswählen, die ist voreingestellt mit 37. Und dann kriegt man die Summe und die Quersumme, falls man die auch noch haben möchte. Correct. Und somit Quersumme kann man einiges, was wir heute besprechen, nachprüfen. Okay. Und zwar in dem Augenblick, wenn man quasi Charakteristika rausrechnen kann, also wo bestimmte Zahlen, also bestimmte Hintergrund haben, der sich aber leider nicht so einfach erklären lässt. Ich werde versuchen, das irgendwie mal ins Netz reinzustellen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Nur in jedem Fall mit jemand sehr, sehr bestimmten, der in Graz wohnt, in Negerberg, besser gesagt, der die Postleitzahl 8020 hat, kann man ausprobieren, also als Wort geschrieben, die 8020. Gibt wiederum die 666, wobei Eggenberg eine sehr, sehr große Rolle spielt mit dem Eggenberger Schloss, weil das der einzige Bau in ganz Europa ist und übrigens auch ein sehr, sehr starker Ort der Kraftfaktor, das mit seiner Fensteranzahl genau 365 Fenster hat, also die entsprechend quasi letztendlich wiederum die Jahresanzahl im normalen Jahr oder Tagesanzahl im normalen Jahr mit 365 Tagen. Ja, und ich sitze hier ja gerade in 8020. Das ist auch irgendwie das Gruselige, dass da so viele direkte Verbindungen auch zu Graz sind. Für mich jetzt. Und Eggenberg, also hat mich als Kind schon immer total fasziniert. Mir war bis dato, also bis ich deine Schriften gelesen habe, oder zumindest auszugsweise, nicht klar, dass das genau 365 Fenster hat und 4 Türme und so weiter. Aber ja, ist ein toller Platz, Eggenberg. Also kann ich nur jedem empfehlen. Sehr schöner Schlossgarten und so weiter. Vita rennen dort übrigens herum. Auch. Das Eggenberger aber. Schloss umfasst übrigens auch eine ziemlich komplette Darstellung des bekannten Universums. Also das ist sehr interessant. Auf dem Garten her, soweit ich mich kundig gemacht habe. Und vor allen Dingen, das Graz beinhaltet in sich, wenn man Graz rückwärts liest, also als Zarg. Wobei man das also unterteilt in zwei verschiedene Begriffe, einmal das Zar und einmal das G. Das G entspricht wiederum dem 7. Buchstabe im lateinischen Alphabet oder der Primzahl 7 dementsprechend. Und das Zar steht einfach nur für, also das russische Zar, das kommt wiederum aus dem
Kaiser oder dem lateinischen Caesar, weil eins ist alles ein und dasselbe. Gibt einen Hinweis hin auf das Mausoleum in Graz, und dieses Graz spielt eine sehr, sehr große Rolle, was ich ja auch gesagt habe, genauso wie auch der Begriff, wo dieses Graz überhaupt liegt, also die Steiermark. Das kann jeder wiederum überprüfen, wenn er einfach in Wikipedia reingeht. Er gibt Steiermark rein mit Bezug zu dieser Kronos-Zeus-Europageschichte in Verbindung mit Österreich und mit Niederlande. Und zwar muss er einfach nur Steiermark eingeben, wechselt dann auch aber die Sprache ins Niederländische in Wikipedia und hat plötzlich den Stiermarken dastehen. Okay. Ja, also unglaubliche Zusammenhänge. Gehen wir weiter im Text. Die Rolle des lateinischen und griechischen Alphabets habe ich da in meinem kurzen roten Faden stehen. Und zwar in Kombination mit Zahlensystemen dabei. Also Bibelcode und so ist ja relativ populär geworden in den letzten Jahren. Ja, nehmen wir an, da geht es um was Ähnliches. Ich würde einfach sagen, ihr unterbricht immer ganz schnell, weil also zu diesem Steiermark Graz und im Besonderen zu Österreich, das früher mal also bekannt wurde, ist oder so als Osterriki, also das Reich im Osten, und in der internationalen Version als Austria eine sehr, sehr große Rolle spielt oder so. Du hast mir selber auch mal dieses neue Logo von Telekom Austria. Oh ja, das war einer der Synchronizitäten. Sehr, sehr tiefgehende Geschichte mit in sich hat. Und zwar dieses Austria lässt sich trennen aus Tria, also aus drei. Letztendlich, weil Tria ist ja wiederum das griechische 3 und hat einen Bezug zu diesem Troja. Also diese Troja-Geschichte ist da ganz, ganz tief mit eingebunden. Und dieses mit dem neuen Signet von Austria oder Telekom Austria, so wie das geschrieben ist, also Tele, drunter Com, aus Tria. Tele bedeutet in diesem Zusammenhang also nichts anderes wie fern, also von fern komme ich aus Troja. Ja, ich habe das von Anfang an total, also erstens einmal relativ hässlich, muss ich sagen, und so seltsam gefunden, dass sie das so teilen. Und dann lese ich bei dir das und denke mir, ja, seltsam. Das seltsam ist es nur in dem Augenblick oder so, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Und zwar, du musst dir einfach vorstellen, also alles, was man über das sogenannte Harp-System kennt, also mit Opel A geschrieben, das ja letztendlich also nicht nur Mind-Control-System ist, sondern auch eigentlich eine der ultimativsten Waffe überhaupt, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Und in dieses Harp-System sind eigentlich auch sämtliche Handy oder sonstige Netze mit eingebunden und damit auch quasi alle große Firmen, wie beispielsweise die Telekom Austria oder Telekom Deutschland oder auch das Vodafone oder so, das ich hier vorhin schon in dem kurzen Gespräch, das wir hatten, bevor das Interview angefangen hat, mal kurz angeschrieben habe. Und zwar, ich wusste genau, ich muss am 4.7.2007 zum 231. Geburtstag der USA, musste ich in Graz sein. Ich war auch da bei meiner Bekannte eben in Eggenberg. Und die vier Mädels haben selber, also alle miteinander Vodafone-Telefone. Wobei bei Vodafone das Wichtige ist, die meisten haben es auch schon mal irgendwo gesehen. In der Werbung drin, Stern oder Spiegel, hat man das öfters mal gesehen. So, dass dieses komische Signet von Vodafone, das eigentlich einer 6 entspricht, dreimal vorhanden ist. Also wir haben auch da drauf quasi diese Zahl 666 in diesem Signet drin. Jetzt habe ich ein Telekom-Handy, also deutsches Telekom-Handy, und habe das jedes Mal, wenn ich nach Österreich reingefahren bin, den umgestellt, also fest installiert auf Telekom Austria als Partner von Telekom Deutschland und komme also da nach Graz rein, komme nach Eggenberg hin. Als ich nach Graz reinfahre, fährt vor mir ein Fiat Bravo mit einem merkwürdigen Kennzeichen drauf, also G für Graz und dann nochmal viermal ein G drauf. Also wenn man das G den betrachtet als Primzahl 7 oder so, habe ich den quasi 5-7er vor mir stehen gehabt. Der hat leider aber eine dunkle Scheibe gehabt. Ich fuhr hinter ihm, konnte also nicht sehen, wer da drinnen sitzt, so was oder wie. Hab das also meiner Bekannten denen erzählt oder so. Und die hat gesagt, also sowas hat sie noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand anders schon mal das Fahrzeug gesehen hat. Vielleicht entdeckt sie jemand irgendwo in Graz und kann mir da ein Foto davon schießen oder so, dass ich mir zumindest mal den fotografischen Beweis dafür habe, dass es also tatsächlich richtig ist. Auf jeden Fall, also ich bin da in diesem Graz-Eggeberg in dem Augenblick, wo ich da bin, sagen sämtliche Handys von den vier Mädels anzuspinnen, also die kriegen kein Netz mehr. Und stattdessen kommt aber bei mir dann auch, also loggt sich mein Handy aus dem Telekom Austria und ich habe plötzlich das B1, also das One-Netz drinnen, und zwar
mit dem auf der Display drauf, das B-1. Und das B1 kann man lesen entweder als Bone, also als Knochen, oder als sei einer, also B1. Ja, habe ich ein bisschen merkwürdig gefunden oder so, weil da kamen noch ein paar andere Zahlen in Verbindung mit dazu oder so, die über die Tankrechnung oder über andere, ganz andere Sachen, die sehr, sehr merkwürdig quasi immer ein und der gleiche Bezug hatten. Ja, wobei ich mich jetzt davon distanzieren möchte, irgendwelchen Telekom-Firmen voreilig irgendwas zu unterstellen, aber okay, ich weiß, dass ich es belegen kann, was ich hier alles erzähle. Ja, aber jedenfalls interessante Synchronizitäten, die auch mir dann irgendwie aufgefallen sind, wobei da ist immer natürlich das beweist im Grunde ja noch gar nichts, außer dass eben eigentlich interessante Synchronizitäten vorkommen. Ja, sehr auch reinsteche. Und wenn wir bei diesen Merkwürdigkeiten sind, möchte ich nochmal schnell erwähnen, also innerhalb Begriffe oder so, oder in dieser Geschichte, sogenannte sprechende Namen, wie wir das vorhin gehabt haben bei dem William Shakespeare, eben wie gesagt, also wenn jemand 44 Jahre im Ort wohnt, der Geilingen heißt, also mit AI geschrieben wird, was halt eigentlich fürs Deutsche ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es gibt auch ein Geildorf. Ja. Also Ilja, mag ich jetzt nicht so weit in die Details gehen, denn man fragt sich zu Recht, worauf wir hinaus wollen, gell? Sollte man geschwind machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier beispielsweise den Begriff also für die italienische Hauptstadt mit Roma, also italienisch gesprochen, also bei uns heißt es ja Rom, und Roma rückwärts geschrieben, gibt einen ganz neuen Begriff, nämlich Amor. Amor wiederum bedeutet, ist nichts anderes wie der Begriff für Liebe. Und Roma ist aber altgriechische Siedlung, also quasi die alte Griechen haben das genauso wie auch Neapoli, also das heißt ja Napoli heißt oder Neapel, gegründet. Wobei Neapoli nichts anderes bedeutet wie einfach neue Stadt oder Neustadt. Und in diesem Romi aus dem Altgriechischen raus oder so haben wir den Begriff drin, Kraft. Also wiederum die gleiche Geschichte wie mit Odin und Odin Zeus. Und in dieser Verbindung haben wir die Universität Yale, von der wir wissen, die steht in der Stadt New Haven. Das wiederum steht im US-Bundesstaat Connecticut und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Diese Universität Yale wurde einst gegründet im Ort, der Killingworth heißt, also auf Deutsch übersetzt einen Mordwert. Und jetzt wird es noch interessanter. Wir wissen, dass also in Yale das Clubhaus steht von der Skulls and Bones, um die es hier geht oder so, bei denen also vornehmlich immer Deutsch gesprochen wird. Und dieses Clubhaus heißt The Thump, also die Gruft. New Haven wiederum, auf Deutsch übersetzt, heißt nichts anderes wie neue Zuflucht und Connecticut, wenn ich das richtig trenne oder so, habe ich einfach nur Connect, I can't. Ich habe die Verbindung abgebrochen. Also sehr, sehr merkwürdige Konstellationen. Und jetzt kommen wir nochmal zu was dazu, und zwar im Begriff Georg, aus dem griechischen Georgios oder Georgios. Das verbindet quasi erstmal der deutsche Nachname oder Vorname Georg, dann George, wie in George W. Bush. In Verbindung mit dem Land Georgien, das übrigens in seiner Flagge drinne den Heilige Georg hat, also derjenige, der mit dem Arme seinen Mantel teilt, in Verbindung mit New York, in Verbindung mit dem deutschen Vorname Jörg oder Jörg Haider, die alle ein und das gleiche bedeuten, nämlich Erdarbeiter. Kann jeder überprüfen, wenn er ins Wiki reingeht, einfach nur Georg eingeben und die ganzen Namen bedeuten. Okay, Ilja, du hast Unmengen an diesen Zusammenhängen. Halten wir das jetzt einfach fest, aber ersparen wir uns weitere Aufzählungen, denn das ist einfach, da kommt erstens keiner mit und man kann auf deinen Blog schauen und dort findet man, es ist tatsächlich so, also ich hab da darin auch ein bisschen geschmökert, auch in diesem Buch. Es gibt sehr, sehr viele dieser numerischen Zusammenhänge, aber wir müssen jetzt da auf den Bezug zum eigentlichen Weltgeschehen